Hirte von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, wir haben es gehört, die Abschlussprüfung spielt eine hervorragende Rolle bei der Überwachung vor allen Dingen großer Unternehmen und insbesondere, das ist hier in diesem Gesetz eine neue sozusagen Kategorie solcher von öffentlichem Interesse. Denn sie versucht in eben diesem öffentlichen Interesse sicherzustellen, dass die Rechenschaftslegung dieser Unternehmen korrekt ist. Der Kollege Hacquerdi hat das eben schon sehr deutlich gesagt. Denn eine fehlerhafte Rechnungslegung dient nicht nur den Interessen der aktuellen Gesellschafter, der Mitarbeiter und Geschäftspartner, sondern sie dient auch den Interessen der künftigen Gesellschafter, der Investoren. Und deshalb ist sie ein Teil unseres Kapitalmarktrechts. Angesichts dieser zentralen Rolle des Abschlussprüfers kommen seiner Qualifikation, über die wir jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren nicht reden, der Auswahl des Abschlussprüfers durch die zuständigen Gesellschaftsorgane und der Art und Weise, wie er seine Tätigkeit erbringt, eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Im Kern geht es dabei darum, auch das haben wir schon gehört, aber man muss es noch einmal wiederholen, dass er ein bestimmtes Maß an Unabhängigkeit gegenüber den Gesellschaftsorganen aufweisen muss, die ja bei der gewöhnlichen Gesellschaft sonst die entsprechenden Kontrollen durchführen müssten. Und deshalb wurde es vor jetzt etwa 100 Jahren in dieser Weise eingeführt, weil diese vorherigen Kontrollen nicht funktionierten. Sichergestellt werden soll das dadurch, dass ein Abschlussprüfungsmandat nur eine bestimmte Höchstlaufzeit haben soll und andererseits durch das Verbot von oder die Offenlegungspflicht in Bezug auf Tätigkeiten, die mit der Prüfungstätigkeit in Konflikt stehen könnten. Allerdings, da muss man dann doch etwas vorsichtig sein, denn kürzere Mandatslaufzeiten mögen nach dem Motto »Neue Besen kehren gut« die Prüfungsintensität erhöhen, aber das ist nur um den Preis eines erhöhten Einarbeitungsaufwands möglich und damit um den Preis höherer Kosten oder höherer Prüfungshonorare. Und diese zweite Seite, die wurde von Ihnen eben, Herr Kollege, nicht in dieser Deutlichkeit betont. Von daher ist es richtig, wenn der deutsche Gesetzgeber von der durch Artikel 17 der Verordnung eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen will, die Höchstlaufzeit des Mandats zu verlängern. Dass dabei Banken und Versicherungen von der maximalen Laufzeitverlängerungsmöglichkeit nicht profitieren sollen, verstößt in der Tat möglicherweise gegen das Gerechtigkeitsgefühl des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Und deshalb haben wir das lange diskutiert. Und deshalb ist es auch nur begrenzt überzeugend, hier zu differenzieren. Letztlich, und in diesem Ergebnis stimme ich dem Kollegen Hacquerdi zu, haben wir uns mit Blick auf die Beteiligung in der Tat, die Beteiligung oder zumindest die angebliche Beteiligung auch der Prüfungsgesellschaften an der Finanzkrise dazu durchgerungen, hier eine Differenzierung vorzunehmen, weil wir meinen, dass hier eine gewisse Verantwortung durchaus festzustellen ist. Was schließlich den Bereich, vielen Dank für die Zustimmung, sehen wir, sind keine ganzen Versager, nicht? Vielen Dank auch von den Linken, interessant. Was schließlich den Bereich der Vermeidung von Interessenkonflikten angeht, will 319a HGB konkretisieren, welche Steuerberatungsleistungen neben dem Prüfungsmandat nicht erbracht werden dürfen. Dass aggressive Steuerplanung dabei verboten ist, ist, das sage ich ausdrücklich, richtig. Ich gebe dabei zu, dass sich das nicht immer von der ordentlichen Steuerberatung abgrenzen lässt, weil der Prüfer, ja, und deshalb kommen wir genau zu dem Punkt, da kommen wir genau, Herr Schick, zu dem Punkt zurück, den ich gerade schon gesagt habe. Die Frage ist letztlich, welche Auswirkungen das auf die Prüfungshonorare hat. Das, was Sie wollen und was Sie mit Ihrem Änderungsantrag wollen, ist letztlich, die Prüfungsleistung zu verteuern und dann anschließend die Kapitalaufbringung unmöglich zu machen. Das sagen Sie in dieser Deutlichkeit nicht. Und deshalb ist der Ansatz, wie wir ihn hier gehen, richtig, die aggressive Steuerplanung zu untersagen und auch nur diese Steuerplanung zu untersagen. Ich möchte noch einen anderen Punkt. sagen, denn das, was hier letztlich rauskommt bei einer europäischen Regelung, ist, dass wir auf europäischer Ebene letztlich eine Harmonisierung auch des materiellen Steuerrechts brauchen. Denn das, was wir hier machen, ist eine Harmonisierung des Steuerrechts durch die Hintertür. Wir sollten das eigentlich ehrlicher machen. Klargestellt haben wir im Übrigen, dass die für die Erbringung der Leistungen, die zulässig dann sind und bleiben, die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist.
Und wir haben für den Prüfungsausschuss klargestellt, auch noch im Gesetzgebungsverfahren, dass die erforderliche Branchenkenntnis beim Aufsichtsrat insgesamt vorhanden sein muss, dass es also nicht auf die Kenntnis des einzelnen Aufsichtsratsmitglieds ankommt. Und schließlich ein wichtiger Punkt, gerade jetzt für die Übergangsphase. Wir haben die sogenannte Kurzläuferproblematik angesprochen, dass auch noch Unternehmen, die sozusagen jetzt in der Übergangsfrist sonst keine Möglichkeit hätten, von der Verlängerungsoption Gebrauch zu machen, dass die das auch jetzt noch machen können. Was wir nicht gemacht haben, ist dem Vorschlag eines Sachverständigen zu folgen, die Bestelldauer für den Abschlussprüfer zu verlängern. Hier sehen wir sonst durchaus erhebliche Kontrolldefizite, weil der Aufsichtsrat ja sonst auf den Abschlussprüfer nicht mehr in der gleichen Weise einwirken könnte wie vorher. Und deshalb, glaube ich, war es richtig, diesen Vorschlag nicht in den letzten Entwurf zu übernehmen. Insgesamt, glaube ich, wir haben ein gutes Gesetz gemacht. Und deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster